Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends Season 15 News Update. Wer jetzt hofft, dass ich euch zeige, wie man den Erbstück Glitch hier reinzaubert, der irrt, das möchte ich nicht zeigen. Ich habe es mir grob angehört, wie es funktioniert. Wer jetzt ein bisschen auf dem Schlauch steht und sich wundert, um was es hier geht, es gibt aktuell einen Glitch, der es euch möglich macht, sämtliche Erbstücke, die nicht freigeschaltet sind, in den Händen zu halten und im Game zu benutzen. Es ist nicht klar, ob die theoretisch für immer freigeschaltet sind oder nur für deine Game-Session, bis du irgendwann den Kasten ausmachst. Achtung, ganz, ganz wichtig. Jeder, der diesen Mist benutzt, dem muss im Klaren sein, dass es passieren kann, dass ihr gebannt werdet. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Also das ist hier eher eine aufklärende Geschichte, dass ich euch dieses Video zeige. Es gibt natürlich auch noch hier von Apex Legends News Alpha Intel die Warnung, dass es diesen Glitch gibt und dass man vorsichtig sein sollte und einen Bann riskiert und dass es über früher oder später oder über kurz oder lang gefixt wird. Ganz wichtig, lasst die Finger davon und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.